Ja, moin und herzlich willkommen zum Astro-Talk heute am Donnerstagabend. Ja, in den Kommentaren zu meinen letzten Tageshoroskopen, wo ich schon mal über mein bald neu erscheinendes Buch Neptun und Sternzeichen Fische gesprochen habe, hat ja so viel Interesse geweckt, dass ich dieses Interesse ein bisschen füttern möchte, beziehungsweise euch ein paar Informationen geben möchte, bevor das Buch erscheint. Damit ihr auch ganz sicher sein könnt, dass das was für euch ist, beziehungsweise warum das was für euch ist. Und zwei Dinge sind mir da ganz wichtig. Der eine Punkt ist, ja, irgendwie, ich bin ja kein Fisch und Neptun weiß ich nicht. Das Buch hat mir wohl nichts zu sagen. Falsch. Denn in jedem Horoskop, also auch in jedem Geburtshoroskop, gibt es die 12 Sternzeichen. Und alle Planeten und alle 12 Häuser. Und immer ein Sternzeichen, ein Planet und ein Haus, die stehen in einer Analogie, in einer Verwandtschaft zueinander. Und das ist eben die Analogie Neptun, der zum Sternzeichen Fische gehört. Und das 12. Haus gehört auch in diese Dreierkategorie mit hinein. Nicht beispielsweise Stier wäre Stier, Venus, zweites Haus. So. Und in jedem Horoskop findet sich natürlich ein Sternzeichen Fische, findet sich der Planet Neptun und findet sich ein 12. Haus. Und von daher ist dieses Thema grundsätzlich natürlich für jeden interessant, der sich etwas intensiver mit seinem Sternzeichen beschäftigt, mit seinem Horoskop beschäftigt und mit seinem Sternzeichen natürlich auch. So, nun kann es natürlich sein, nehmen wir den Extremfall, wir haben ein Horoskop irgendwie, wo im Sternzeichen Fische überhaupt kein Planet steht, Neptun fristet irgendwo unwichtigerweise im Horoskop sein Dasein, was natürlich niemals stimmt. Neptun ist immer wichtig, aber hat vielleicht keine Hauptaspekte, ne, ist nicht mit Sonne, Mond oder persönlichen Planeten verbunden. Und das 12. Haus ist auch kein Planet. Erstmal ziemlich selten so ein Horoskop zu finden. Und zum Zweiten, selbst dann beginnt ja irgendein Haus in den Zeichen Fischen. Steht ja der Neptun irgendwo, hat Aspekte mit anderen Planeten, steht Neptun in irgendeinem Haus und am Ende, wie wir gleich noch sehen werden, bespreche ich auch noch mal den Transit von Neptun durch alle Häuser. Und da Neptun sich irgendwie 15, 20 Jahre in einem Zeichen aufhält, ist er auch lange in einem Haus, aber wenn wir schon ein bisschen älter sind, haben wir Neptun eben im Transit schon durch mehrere Häuser erlebt und können das dann nachlesen. Na, also jeder hat was davon. Das Zweite ist natürlich bei so einem umfangreichen Buch, das Buch wird knapp 400 Seiten haben und 28 Euro kosten. Bei so einem umfangreichen Buch ist es klar, dass ich nicht jeden Text neu geschrieben habe, sondern ich habe mich natürlich bei den Texten, die ich schon mal geschrieben habe, die ja auch in den vorangegangenen Büchern erscheinen, natürlich bedient. Nicht? Ich habe beispielsweise Kombinationen wie Sonne in Fisch mit allen 12 Aszendenten, habe ich natürlich die Texte aus dem Buch Sternzeichen und Aszendent entnommen und so weiter. Aber wie man ja heutzutage so schön in der Musikersprache sagt, sind alle Texte remastert. Ich bin über alle nochmal rübergegangen, manche Texte erweitert und umgeschrieben. Andere sind neu dazugekommen, werdet ihr gleich genauer sehen, wenn ich euch durch das Inhaltsverzeichnis führe. Nur, wer jetzt alle meine Bücher hat, der wird dann beim Lesen feststellen, oh, den Text kannte ich schon oder der taucht schon in dem Buch auf. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber in dieser Zusammenstellung und natürlich mit den anderen Texten da rumherum ist es natürlich quite new, ziemlich neu, alles neu. Ja, warum dieses Thema? Steht ja hier auch auf dem Klappentext. Irgendwie seit 2011 bewegt sich Neptun durch sein eigenes Zeichen, die Fische, und wird ja in den nächsten Jahren dann auch in den Widder wechseln. Also diese Zeit endet dann 24, 25, 26. Und daher eben ein guter Moment, mal Resümee zu ziehen. Was ist uns in dieser Zeit eigentlich an Neptun-Energien so, was haben wir da erlebt, wie haben wir die gelebt? Und in einer polaren Welt verkörpert natürlich auch jedes Prinzip wie Neptun oder Sternzeichen Fische, verkörpert das natürlich auch polare Tendenzen. Ne? Neptun nach Sternzeichen Fische, das 12. Haus, steht auch für Verirrung, für Verblendung, für Süchte, aber eben auch für die Möglichkeit zum Erwachen, zur Erleuchtung, zum Aufstieg in eine andere Dimension, könnte man es fast nennen. Und das ist eigentlich der Haupttenor meines Buches. Ich hätte es eigentlich auch Erwachen nennen können, Erwachen in der Astrologie durch
Neptun-Sternzeichen Fische und das 12. Haus, aber ist natürlich ein sehr schwieriger Titel. So, jetzt noch ein paar andere Dinge. Das Buch ist also noch nicht fertig. Ich habe es noch nicht hochgeladen bei BOD. BOD ist halt ein Verlag, gehört zu Libri, Book on Demand. Das heißt, bei Book on Demand bin ich nicht quasi bei einem regulären Buchverlag, sondern wie alle meine anderen Bücher zuvor eben bei einem Verlag quasi, der die Bücher auf Verlangen druckt. Das Gute ist, ich muss keine Halde zu Hause haben, es werden keine Bücher Umwelt gedruckt, die man nicht braucht. Und das bedeutet, BOD trägt halt diese Bücher dann auch in alle Suchlisten ein, sodass man eben das Buch dann in allen Online, Amazon, Thalia, Libri und sonst wo bestellen kann. Oder eben auch beim Buchhändler der Wahl, der dann auch über Libri, seinen Großhändler, das Buch bestellt. Und dann dauert das 3 bis 5 Tage, am Anfang ein bisschen länger vielleicht, bis das Buch dann da ist. Das wird also quasi direkt dann für dich gedruckt. Der für mich beste Weg, auch hier schon mal gesagt, ist es, wenn man es direkt bei BOD bestellt. Die haben auch einen Online-Book-Service wie Thalia oder Amazon. Ja, das ist also für einen selbst mit keinerlei mehr Aufwand verbunden. Aber dann habe ich am meisten davon. Aber das werde ich dann noch mal berichten, wenn ich dann ein zweites Video zu dem Buch mache. Dann, wenn ich es auch wirklich in der Hand halte und euch in die Kamera zeigen kann. Und dann kommen auch die Links, wo man das bestellen kann. So, nun gehen wir mal durchs Inhaltsverzeichnis, dass ihr wisst, was euch eigentlich hier bevorsteht. Ja, das Buch wird eigentlich eingerahmt von zwei grundsätzlichen Artikeln. Der erste Artikel hier, Neptun in den Fischen, ein Ausblick von Norbert Gieso. Das ist ein Artikel, den ich geschrieben habe 2011, kurz bevor Neptun das erste Mal ins Sternzeichen Fische eingetreten ist. Und wo ich versucht habe, einen Ausblick auf die kommenden Jahre zu geben, die ja jetzt in den nächsten Jahren enden werden. Dieser Artikel ist damals in Astrologie heute erschienen und den drucke ich hier für euch ab. Und hat sich teilweise durchaus als prophetisch oder so erwiesen. Nicht, dass ich ein Prophet bin, aber aus der Symbolik des Neptun hat sich doch deutlich gezeigt, dass manches von dem, was ich da nur angedeutet und in die Zukunft prognostiziert habe, durchaus eingetreten ist. Am Ende des Buches kommt dann ein Artikel Neptun im Widder mit den anderen Übergängen der Planeten, wo ich dann auch in einem etwas kürzeren Artikel versuche zu beschreiben, was jetzt in den nächsten Jahren durch den Wechsel von Neptun aus seinem Zeichen Fische in den Widder passieren wird und eben auch mit Pluto im Wassermann, dass uns eben da eine neue Zeit, eine Zeitenwende, eine neue Zeit, eine neue Energie bevorsteht. So. Damit fängt das Buch eigentlich an. Am Anfang eben zur Handhabung dieses Buches. Also ich habe dann auch im Buch oftmals Kommentare geschrieben, die die Handhabung des Buches erleichtern sollen. Denn es macht durchaus Sinn, beispielsweise hier Neptun in den 12 Häusern wird beschrieben, macht durchaus Sinn, auch Neptun mal in Häusern zu lesen, die man gar nicht im Horoskop hat, weil in jedem Text ich auch versucht habe, diese Konstellation eben auch aus dem Blickwinkel des Buddha Dhamma, dem Blickwinkel des Erwachens, der Erleuchtung, der höheren Erkenntnis zu schreiben. Deswegen könnten alle Kapitel könnten durchaus interessant sein. Ja, zuerst kommt hier Grundsätzliches zum Neptun, zu seiner Entdeckung mit dem Horoskop, Bedeutung Urbilder, Neptun-Hypothesen, dann die höchste Frequenz des Neptun, Erwachen, Erleuchtung, da einiges über Erleuchtung, über die Buddha-Lehre kurz. Habe ich ja ausführlicher in meinem letzten Buch Karmische Astrologie im Spiegel der Buddha-Lehre, in der auch die ganzen spirituellen Gesetzmäßigkeiten beschrieben sind. Hier nochmal kürzer, Feinstofflichkeit, Sehnsucht nach der Einheit, Erleuchtung. Genau. Dann hier auf Seite 65 ungefähr kommt dann sozusagen der Praxisteil, könnte man sagen. Und zwar, ich beginne mit relativ ausführlichen Beschreibungen von Neptun in allen 12 Häusern, von denen uns ja zumindest in unserem eigenen Horoskop mindestens ein Text direkt was angeht. Dann kommt im nächsten Block sozusagen Neptun in Kontakt mit den anderen Planeten, ne? Mit Sonne, Mond und allen Planeten, Mondknoten, Chiron und so weiter. Auch da wird es einige von bei uns im Horoskop geben. Das müssen wir uns dann mal raussuchen oder von jemandem, der sich auskennt, raussuchen lassen. Nicht, ob wir eben Aspekte haben, Neptun mit dem Mond zum Beispiel, ne, was ja durchaus sein kann, wenn wir eine Neptun-Mond-Konjunktion haben im Geburtshoroskop oder ein Quadrat oder einen anderen wichtigen Aspekt.
und bei anderen Konstellationen auch. Genau, dann geht es über ins Sternzeichen Fische. Da wird dann zuerst irgendwie die Verbindung dargestellt, so die Kombination der 12 Zeichen mit den Fischen, der Aszendent dargestellt. So, und dann kommt eben zuerst die Sonne in den Fischen. Das ist Sternzeichen Fische mit allen 12 Aszendenten beschrieben. Dann kommt der Aszendent Fische mit allen 12 Sternzeichen beschrieben. Dann kommt der Mond in den Fischen, wo der Mond mit allen Sonnenpositionen, also wenn ich Mond in Fische habe, bin ich dann Krebs, bin ich Skorpion, kann ich nachlesen, auch bei anderen Leuten natürlich. Auch hier alle Texte interessant, auch wenn wir die Konstellation selber im Horoskop nicht haben. Dann kommen die anderen Planeten in den Fischen. Ne? Sonne, Mond und Aszendent hatten wir ja jetzt ja schon. Kommen eben Merkur bis Mondknot in den Fischen. Und dann kommt als dritter Teil das 12. Haus, ne? Wo dann eben alle Planeten im 12. Haus beschrieben werden. Ne? Das muss hier noch geändert werden. Hier steht manchmal 12. Ne? Ihr seht, das ist noch Work in Progress. Alle Planeten im 12. Haus beschrieben werden. Das kann man natürlich durchaus auch, wer ein bisschen intensiver sich mit Astrologie auskennt, kann man durchaus natürlich auch als Transit lesen, nicht? Denn jedes Jahr läuft ja die Sonne beispielsweise oder der Mond, die laufen ja sozusagen dann auch mal durchs 12. Haus. Ja, und dann am Abschluss kommt dann Neptun mit Transit, ne? Neptun nochmal durch die Häuser kann man dann auch nochmal bei der Radexposition lesen, Neptun durch alle 12 Häuser und am Ende eben Zeitenwende Neptun im Widder, abschließendes Kapitel und dann war es das soweit. Und so also mein Buch mal vorgestellt. Ich hoffe irgendwie, das hat euch ein bisschen lecker schmeckig gemacht darauf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich, wie gesagt, gebe das bekannt, wenn das Buch bestellbar ist und mache dann noch mal ein zweites kleines Video, wenn ich das Buch in der Hand halte. Also, schönen Abend noch und bis dann. Tschüss.